schon wieder dunkel hier. Herrlich, genau. Ah, Wildschweine. Sehr gut. Ich wollte aber die Seekarte. Ja, jetzt dann darauf. Zack, zack. Können wir wieder leicht Ruhmpunkte und Fleisch. Kommst du her hier? Hier schnell looten. Ich finde, dass die. Aber ganz halt läuft der Joffer auf dich, ne? Nichts. Der ist einfach schnell. Der ist richtig flink, ne? Da ist noch eine Pflanze. Könnte hier auch so eine Pflanze mit so einem Perma-Buff sein. Deswegen lohnt es sich immer, jede Pflanze aufzusammeln. So, nun kann man halt auch einfach so Heiltränke draus machen, was ja hier jetzt einfach nur drum oder so ist. Oder ganz zur Not kann man sie auch verticken. Du hier. Bums. Parts und Schweinfell erhalten. Es gibt auch wirklich schon ein bisschen Kohle. Ist es hier oben vielleicht noch Interessantes? Die Kiste. Eine Pulvermohen. Was ist denn alles eigentlich, was wir für die Permadings brauchen? So. Ein Schwertdorn. Schafblick. Heldenkraut. Narrenkappe. Grabwurz. Okay. Hier scheine ich mich noch nicht verirrt zu haben. War doch richtig. Seekarte. Ah, sind Truthähne. Das ist klar, was ist denn hier? Gut, kriegen. Zack. Zack. Ah, richtig viele Pflanzen hier. So, der den Truthahn. Ja, wenn hier nicht auch irgendwo noch ein Schatz vergraben ist. Da unten bin ich, glaube ich, schon gewesen. Da ist auch noch eine Pflanze. Eine Makibeere. Wie viele versteckte Items es hier wohl so gibt. Also hier ist auch so Blumen und so ein Kram halt. Ich glaube, das habe ich bei Risen 1 und 3 auch schon gesagt. Ach, jetzt sind wir hier unten. Da. Ja, da hinten ist noch eine Truhe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da ist sogar noch eine, die wir nicht geöffnet haben, oder? Eine verschlossene. Können wir mal eben noch rüberstiefeln? Ah, nee, das, was sich bewegt, ist kein sammelbares Pflänzchen. Weil die keine Animation haben. Nämlich zwei Truhen hier. Eine hat man schon aufgemacht. Die hier.
Und die ist, ach, die ist sogar 90. Ja, richtig schwer zu knacken. So. Dann gib mir mal deinen Loot wieder. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Okay. Können wir mal wieder speichern. Da hinten eigentlich mal gewesen? Ah doch. Da bin ich bestimmt schon mal rumgegangen. War in der Höhle noch irgendwas? Hallo. Die Kiste. Soll ich erstmal alle Kisten mal nachgucken? Ist leer. Weil er nie weiß, habe ich das machen können oder nicht. So, ist mein Schiff da oder nicht? Wollen wir mal hoffen. Zumindest steht die Stadt auch noch. Was habe ich denn jetzt an Kohle und an Ruhm? 3.799 und Ruhm 23.770. So, wenn wir das Schiff haben, dann können wir nach Kadira gehen und gucken mit den Permatränken. Und da müssen wir sowieso auch weiter questen. Also, hier ist ein Schiff. Ist das auch meins, ist die Frage. Hallo, jemand hier? Ja. Wo kommst du denn her? Du machst es mal wieder echt spannend. Unabsichtlich, das kann ich dir versichern. Egal, jetzt bist du ja wieder da. Und Patty? Wo ist meine Patty? Echt die deutsche Kuh, die ich hier habe. Was ist hier? Was machst du hier? Dem Himmel sei Dank, du lebst noch. Wo bist du abgehauen? Ja. Ich bin auch froh, dass ich wieder hier bin. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Slane hat sich irgendwie auf sein Schiff geschlichen und seinen Leuten befohlen, aus allen Rohren auf uns zu schießen. Ich musste abdrehen und von der Insel fliehen. Sonst hätten sie uns versenkt. Okay. Okay. Und ich dachte schon, du hättest mich im Stich gelassen. Unsinn. Wir wollten gerade wieder auslaufen, um dich zu suchen. Dieses Schwein. Und ich habe ihm noch neue Kanonen besorgt. Wir hätten Slane gleich in Antigua erledigen sollen. Das werden wir jetzt nachholen. Das höre ich gern. Wie hast du es überhaupt geschafft, hierher zu kommen? Ich habe ein Floß gebaut. Wie bitte? Ein Floß? Ja, verdammt. Aha. Aber was ist mit dem Dolch? Na, was wohl? Slane hat ihn immer noch. Ich wette, er ist wieder auf Antigua. Was soll er denn da? Er will irgendwas vom Admiral. Und das schon, seit wir ihn das erste Mal getroffen haben. Sonst wäre er niemals in Antigua an Land gegangen, um sich mit dem Admiral wegen dämlicher Schiffsausrüstungen zu streiten. Du meinst, das war alles geplant? Nicht alles. Du warst nicht auf seiner Rechnung. Du kamst zu einem schlechten Zeitpunkt. Das ganze Theater hat er nur veranstaltet, um dich loszuwerden. Ja, und fast hätte er es geschafft. Aber eben nur fast. Wird Zeit, dass du ihm zeigst, wer der bessere Kämpfer ist. Warum hast als Menschfrau du Floß gebaut? Ja, ja, sorry, Kleiner. Du hast natürlich das Floß gebaut. Mensch, ich schwindel. Nicht gut für Ehre. Ja. Ja, ich hab's mir gedacht, ne? Aber gut, hab einfach drin genommen. Bin nicht gedacht, dass der jetzt das noch,
nochmal was zu sagen hat. Der Lufttempel ist die Quelle der Gargoyles. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Okay. Boah. Ich hatte lieber gemerkt, dass sie weg war. Das sind mir Freunde. So, ich will ich aber doch nochmal nach diesem Handspiegel gucken. Wie komme ich an die Perle? Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Das soll klappen? Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich das Ding jahrelang getragen. Okay. Speichern. Mal gucken, wofür der Handspiegel gut ist. Ob er auch seine 500 Gold wert ist. Weil eigentlich will ich sie ja sowieso haben. Was denn? Nicht so unhöflich. Spencer braucht deine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach, der alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. Naja, ein Piratennest ohne Rum ist kein richtiges Piratennest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nächste Mal nicht alles auf einmal trinken. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Das klang ja ganz anders. So, hier sind Rezepte für Rum. Zucker. Rezept für Grog. Handspiegel. Kostet 2000. Silberzunge 10. Aber für 2000 Gold. Geh nochmal hoch. Ist die Truhe hier eigentlich? Die ist leer. Wo ist er? Das war. Das ist er. Für einen guten Rum braucht man Geduld und Ruhe. Nein. Schnaps brennen lernen. Dafür bin ich nicht gut genug. Okay, das ist natürlich doof. Härte. Okay. Ich will Schnaps brennen lernen. Das Wichtigste ist der Zucker und das Wasser. Zusammengerührt fängt das an zu gären. Dann packst du die Brühe auf den Brennkessel. Du musst immer die Temperatur überwachen. Wenn die nicht stimmt, kannst du das Zeug direkt wegkippen. Wie mache ich unterschiedliche Schnäpse? Durch weitere Zutaten. Aber die stehen alle im Rezept. Solange du dich an das Rezept hältst, kann dir nicht viel passieren. Ah. War ich vielleicht gar nicht so clever jetzt. Nee, machen wir doch nochmal rückgängig. Weil, ich zeig's nochmal eben. Weil ich mal eben alles gucken will. Was war das für eine Truhe? Auch 90, okay. Ja, geh nur! Alles gut, Leute. Ich will die noch nicht ausrauben, bin noch zu schwach. Aber, aber wenn ich gut genug bin, dann tue ich das. So, was ich nämlich meine. Für den Rum brauchen wir ja gar keine Pflanzen. Ich brauch. Was stand doch jetzt hier? Zucker, wir brauchen ja wirklich nur Zucker, den wir hier kaufen können. Und Schmerztöter. Dafür brauchen wir jetzt Pflanze. Für den Schmerztöter. Aber das Rezept habe ich ja schon. Und für den Grog brauchen wir auch einfach nur ein Zucker. Das heißt, lohnt sich gar nicht. Das bringt gar nichts. Das ist zumindest nicht das, was ich eigentlich haben will. Und zwar mit den Dauer-Perma-Tränken. Das ist Blödsinn. Hat er immer noch im Kopf. Ist ein und dasselbe. Ne? Also einmal Tränke brauchen halt einfach. Nur Alchemie oder was sonst.
in den anderen Spielen hieß. Aber das ist es ja hier gar nicht. Und so dringend brauche ich den Rum und so ja jetzt nicht, dass ich mir den selber machen muss. Bin ich schon recht sparsam mit. Nee, das lassen wir noch. Dann gucken wir mal, dass wir Lago endlich seine Klamotten besorgen. Da. War das nicht bei ihm? Sondern hier oben. Weiß ich gar nicht, ob es hier irgendwas gab, wo man mit dem Äffchen gut ausrauben könnte, wo man das Äffchen halt für bräuchte. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich brauche ja Diebeskunst nur 10. Lust auf einen Grog? Da sage ich nicht nein. Schwarze Perle erhalten. Was glotzt du denn so dämlich? Ich hab mich nur gewundert. Worüber? Wie schnell jemand Grog trinken kann. Darin bin ich Profi. Zeig mir die. Das ist nur ein altes Hemd. Das brauchen die wirklich nicht. Ja, dann können wir ja hier wieder hin. Wollte aber nochmal gucken. Inventar, Ausrüstung. Das heißt Ohrring, ne? Schwarze Perle, da. Ach, Gerissenheit plus 1. Aber viel wert. Ein Gerissenheit plus 1. Und wir haben ja hier sonst nichts. Mit Diebeskunst. Moment. So. Aber das ist da natürlich das Gerissenheit dann hoch. Gibt dann 5. Ja. Zu jeweils hier Diebeskunst, schmutzige Tricks und Silberzunge. Auch nicht schlecht. Das Teil. Ist eigentlich schade, ihm das zu geben, ne? Jetzt habe ich noch seine Stiefel eigentlich auch an. Nee, aber Inventar muss ich ja. Stiefel, Füße. Gute Halbstiefel. Silberzunge. Mit groben Zwink wurde ein... Nee, das müssen die da sein. Was seine sind. Hier, hast du deine Sachen wieder. Tatsache. Ich hab dir 1000 Goldstücke versprochen, richtig? Richtig. Ich würde sagen, du hast sie dir verdient. War bestimmt nicht ganz einfach, den ganzen Krempel zusammenzutragen. So, das fühlt sich schon viel besser an. Na gut,